Ein herzliches Willkommen zurück zu Baldur's Gate 3. So, wir sehen hier einen Käfig, aber wer da drin ist, weiß ich nicht. Aber ich schätze, hier kommt ein Kampf. Da bin ich mir eigentlich sehr sicher. Jetzt mache ich aber mal Folgendes. Someone there. Machen uns mal Just like Indolence breeds madness. vielleicht alle. Undetected. Ist doch eine gute Idee. Can't afford to stay idle. Come and quiet. Verstecken uns That's the alle und way. dann gucken wir mal, vielleicht Just out of view. decken wir irgendwas. Und hier ist was. Aber was? Ich sehe nichts. Doch, hier habe ich was kurz gesehen. In the cage. Ja, das ist ein Käfig. Da ist jemand drin. Es ist diese Marina, glaube ich. Never wanted Wo ist die böse Hex? Wahrnehmung. Be careful. There are traps about. Seltsame Blume. Was ist das für eine Blume? Schieß mal drauf. Ist irgendwas passiert? Oh mein Gott. Hä, wo ist die? Geh mal vor. Nicht daran, jawohl, vorsichtig. Ich sehe von hier das Ganze. Ich sehe nichts. Hier ist niemand. Okay, habe ich mich getäuscht. Haben wir hier noch irgendwas komisch? Ja, ich weiß aber nicht wie. Was ist das? Steuerkugel. Ich nehme mal die. Komm. Schleiche aber hier noch eine Runde rum. Ich traue dem Frieden nicht. Dem Frieden ganz und gar nicht. Ah! Shit. Hä, wo sind die anderen? Oh, shit. Was ist jetzt hier gerade passiert? Alter. Oh. Hä, wie viel sind denn das? 1, 2, 3, 4. Scheiße, weg. Was machen wir da? Würde ich mal sagen, wir laufen mal hier hin. Und schießen, ne? Oh, sie hat sich aufgelöst. Kann ich doch mal irgendwie. Vielleicht auf die. Das wäre geil. Geht nicht, gell? Kann ich eigentlich hüpfen? Nee, das geht nicht. Okay, dann ist sie halt dran. Okay, ich bin noch dran. Sehr gut. Schieße ich auf die Olle? Scheiße, Dreck. Ich will nicht so nah aneinander stehen, ganz ehrlich. Weil ich habe Angst, dass die mir irgendwie. Oh, hohe Verteidigung ist doch shit. Bitte treffen. Hat sie getroffen? Nee, Fehlschlag. Shit! Komm. Das sind alles Illusionen, kleine Stücke. Aber was mache ich hier? Oh shit. Ich habe doch Wasser erschaffen oder zerstören. Boah. Darf er bezaubern?
Raum zu tanzen? Wie ist die unheimlich? Ja, ich würde gern. Starion, du musst sie treffen. Sau gut. Und sie lebt. Das ist die echte. Okay, auf sie. Glaub nicht. Ich würde die gern so annagen. Das geht nicht. Scheiße. Gelähmt. 10. Oh shit. Dreckstück. Make way. Shit. Egal. So much for peace. Oh, ich sehe gerade, ich habe hier ganz schön viel Leben verloren. Aber ich habe ja den großen, leckeren Trank. Ah, shit. Doch, ich kann nicht. Ich kann doch laufen. Wieso kann ich laufen? Oh, shit, ey. Ich mache überhaupt keinen Schaden hier. Die Olle. Mal gucken, gegen was die empfindlich ist. Dunkelsicht, Feenleben, Todeswürfe, Gelegenheit, wachsam, du bist gefangen. Tja. Irgendwie ist alles gar nicht so toll. 4. Aber pass mal auf, ich habe gerade was gesehen. Können wir hier ein lecker Feuerfall ballern. So ein bisschen hier. So. Und du machst jetzt Folgendes. Du bist mal aus, ob du den löschen kannst. Oh, das sieht doch gut aus. Na, also, geht doch. Ich mach trotzdem noch eine kleine Heilung hier drauf. Weil ich echt nicht weiß, was da kommt. Ja, ja, bleib entspannt. Was hat's denn jetzt gemacht? Hä? Ja, wer ist jetzt... Das dürfte ja die... Böse sein, oder? Oh. Das tut mir sehr leid. Ja, aber das wusste ich ja nicht. Wieso komme ich denn hier eigentlich nicht an? Nochmal. Excellent. Boah, also Astarion ist echt auch ein guter Kämpfer, muss ich sagen. Survival is all that matters. Und du kommst noch nicht ran? Was? Ah, das tut mir echt leid, Marina. Aber vielleicht kann ich dich wiederbeleben. Kommst du an die Menge? Wir sitzen jetzt damit. Oh ja. Dann machen wir mal alles drauf. Nicht schlecht. Wir gehen nochmal zurück, weil ich Angst habe, ich das den Weg versperre. Schneller laufen. Schade. Ja, aber so schwer ist die jetzt nicht. Jetzt kommen meine Lieblinge ran. Pass mal auf. Das war ja schwach. Oh, warte mal, kann ich vielleicht hinstimmen?
Jawohl. Und dann hauen wir nämlich hier mal böse drauf. Ja, oder auch nicht so böse drauf. Aber geben mal nochmal alles hier. Rums. Benommen. Und wir machen den hier und schlagen nochmal drauf, meine Liebe. Und ich, ey, wie hart ist die eigentlich? Ich kann voll oft zuschlagen. Und komm, schnell, schnell. Feuer. Schade. Jetzt machen wir aber große Heilung auf Starion. Na, du Miststück. Das ist echt eklig. Where do I go from here? Here we go again. Das ist die echte. Time to strike. Aber soll ich auf sie gehen? Weg bedroht, ich gehe auf sie. Kann zweimal hintereinander angreifen, das ist so krass. Wenn es mir jetzt nichts gebracht hat. Was ist besser? Nee, dann schieß mal drauf. Oh, wie dreckig die lacht, ey. Ja, ist ja gut. Wait! Wait just a tick. Killing me is a waste of time. I'll find a way to return. Always have, always will. But it's unpleasant. So how about we be civilized about this? I have something you want. Was hast du denn? Ah, ich höre. I knew I liked you, dearie. I can give you power. Anything you want. You want to be stronger, tougher, smarter. Done. Ability Just point let 1. Me go. We've suffered her trickery long enough. End this. What'll it be, Petal? Ich will die Kräfte. Gib mir diese Kräfte, je mehr, desto besser. A wise choice. Here. Kann ich sie jetzt noch attackieren? Was ist das? Hatte das? I can set up shop elsewhere. People always need lotions and potions. Die hat sich das vom Kopf gerissen. Ich habe jetzt gedacht, ich könnte sie noch angreifen. Naja, ein viel Glücktanzchen. Bollocks to luck. It's only the deal that counts. Shit. Bye bye, Petal. There better be a soft bedroll in my near future. Weisheit, Stärke. Das ist halt, aber das hat sich schon gelohnt. Sorry, tut mir leid. Aber das war gut. Komm, wir hauen mehr noch auf Charme, hä? Tanzchen Edelsahn. So. Kann ich sie wiederbeleben? Ziel muss ein spielbarer Charakter sein. Ach, schade eigentlich. What to do? Tja, das tut mir natürlich leid. So war das nicht geplant. Can't slow down. Ich hab
gedacht, ich bin schlau. Jetzt gucken wir mal, was passiert wäre, wenn ich das hier gedrückt hätte. Shit. Hätte ich es doch mal während dem Kampf gedrückt, Idiot. Kacke. Tja. Bin ich zufrieden? Ich weiß es nicht so recht. Doch, ich bin zufrieden. Geil. Wo bin ich jetzt? Wish I had a bag of holding. Mal, mach mal hier wieder die Dings an. Knochenkappe hebt mal auf. Das brauchen wir nicht. Manche Geschwindigkeit nehmen. Einsichtige Augen. Bitte Bescheidung. Gucken wir uns doch mal an, was wir da gerade gefunden haben. Schutz vor Gut und Böse. Das ist ein Amulett, okay. Das finde ich gut. Ich glaube... Das mache ich mal. Das kann ich ja jederzeit ausrüsten. Die blöde Maske ziehe ich nie an bittere Entscheidungen in verdrehten Wurzeln, aus denen der Zauberstab schafft, besteht Glemm, Fleisch und Haarklumpen. In die Oberfläche ist Connor eingeritzt. Liebste Schwester, geht es dir gut, mein Herz? Ich kann kaum glauben, dass du einen Welpen entwischt hast lassen. Ich wäre zutiefst beschämt. Aber keine Sorge. Meine Rotkappen haben das Kerlchen erwischt und lassen sich jetzt genüsslich Zeit mit ihm. Vor ein paar Nächten haben seine Schreie aufgehört, aber das Schluchzen geht weiter. Wird voller Reue sterben, eine Vettel hintergangen zu haben. Eine Mutter mit schwindendem Verstand, du kennst mich ja so gut. Ich habe eine allerliebste Maske für sie. Du musst mich unbedingt bis... Ettel, die Geschäfte gehen schleppend, wie ich höre. Keine Bange, ich habe einen Auftrag für euch. Ein Kunde hat Baldur's Tor verlassen, ohne zu zahlen. Meine Agenten haben seine Spur beim Kiontar gefunden und sorgen dafür, dass er durch euer Gebiet kommt. Tut mit ihm, was ihr wollt. Im Gegenzug habe ich ein Mädchen, das euren Vorlieben entspricht. Ihre Mutter hat den Verstand verloren. Mein Kontakt hat ihr versichert, dass ihr helfen könnt. Sie wird die übliche Route nehmen. Boah, ist das dreckig gewesen hier alles. Aber ich habe ein Charisma jetzt besser. Was ja auch gut ist. What's hiding here? Eifersucht der Liebenden. Was ist das? Sind das alles Trinke? Gucken wir uns gleich mal an. Schmetterlinge im Bauch, Kuss des Wahnsinns. Steinherz, verlorene Zeit. Eine ganz schön krasse Sache gehabt, hey. So, was ist das? Bonusaktion. Ich weiß nicht, ob ich das vielleicht etwas zappelt und wütet in dieser schweren Gallenblase. Was passiert, wenn ich das... Nichts. Okay. Ich glaube, diese Sachen verkaufe ich lieber mal. Trinken tue ich es auf keinen Fall. Sorry, tut mir leid. Oh, Ringe. Die mir nichts bringen außer Geld. Okay, auch okay. Stab der Mühlen. Strahl der Übelkeit.
Blumenwimmeln und der bröckligen Oberfläche dieser morschen Stabes. Jede Berührung erfüllt dich mit unerträglicher Übelkeit und einer merkwürdigen Sehnsucht, als riefe er nach seinesgleichen. Ja, widerlich. Aber ich habe keinen Stabträger, tut mir leid. Ich glaube nicht zumindest. Ich habe echt überhaupt... Ich habe so wenig Charaktere, das ist so beschissen. Wobei, dann habe ich auch nicht das Problem zu überlegen, wen nehme ich jetzt mit. Hat auch Vorteile. Sind wir mal ehrlich. Tja, so, jetzt habe ich die dämliche Mume besiegt. Und jetzt? Oh, guck mal. Das Ding ist weg. Mr. Connor. Kann ich den wiederbeleben? Auch nicht, ja? Okay. Tja, gut. Jetzt müssen wir mal überlegen, was ist jetzt der nächste Schritt? Nächster Schritt ist eigentlich jetzt nach unten zu gehen, ne? Goblin-Lager war jetzt nichts Besonderes. Nee, ich würde jetzt sagen... Ach, was wir auch noch mal kurz machen könnten. Ja, wir haben ja hier einen Drachen gesehen da unten. Es kann natürlich sein, dass dieser der Drache war, den wir dabei der Chianti-Kriegern oder wie die auch sich nennen, vergessen wir den Namen, gewesen ist. Ach, das waren noch Zeiten, als ich unschuldig hier lang gelatscht bin. Ja, aber ich glaube, hier ist kein Drache. Hm? Okay, ich glaube hier nicht. Ja, dann ist das der eine Drache gewesen, glaube ich. Knorpelige Truhe? Ich hab gehört, hier, wo ist hier eine knorpelige Truhe? Ach so, leer, okay. Leer ist in Ordnung. Tja, okay. Dann ist hier kein Drache. Dann machen wir eine Kleinigkeit, fahren nochmal ganz schnell. Ja, zum Goblin-Lager verkaufen, was wir jetzt so angeruscht haben. Und dann geht's ins Unterreich. Wo ist mein Freund? Also. Der Plünderer. How you doing, pal? Looking for some odds and ends? I've scavenged all sorts. Zeig mal, was du gefunden hast. Da war ja nichts für mich dabei. Blutstein. Ja, das kann man verkaufen. Jetzt nichts. So, weg mit dem Zeug. Die blöde Maske verkauft man auch mal ganz schnell. Bittere Scheidung. Ausdehnte Zauberschöpfe im Fleisch über den Connor eingekratzt. Hätte ich das dem vielleicht hinlegen sollen? Ja, vielleicht latsche ich dann nochmal vorbei. Aber jetzt will ich erstmal da runter. Heißt, wir legen das mal schnell ins Lager. Lass uns ein kleines Tauschgeschäft machen. Was ist das? Schwerer Stein. Den kannst du natürlich haben. Das geht mal ins Lager. Geht das nicht? Okay, geht nicht.
So, sieht gut aus, oder? Wieso kann ich das nicht ins Lager schicken? So, du hast auch eine Kleinigkeit. Schön war's. Pricey absolute. Ach, warte mal, was ich mal machen könnte, wäre die Farben ins Lager schicken. Weil wenn, dann tue ich das eh nur in Lager färben. Oh, da ist noch ein blinder Bogen. Nicht gerade. Das tun wir jetzt auch mal ans Lager schnell senden. Das auch. Wo sind denn hier die Barren? Ah, hier. So. Nochmal ganz kurz, mein Freund. Irgendwas vergessen. Ja. Also. Da. Ein Schaden. Ja. Gut. Also, und dann gehen wir... Muss ich überlegen, wie hieß das unten? Gehen wir mal zu dem Außenposten. Yep, okay. Nur mal kurz gucken, wo ich bin. Die Glasbahn. So, wir haben ja das Tor hier aufgemacht. Ah, was ich ja unbedingt noch machen wollte, ist mal kurz Rast, weil ich will hier gut vorbereitet sein. Und ich habe gerade gesehen, ich habe 1400, glaube ich, Nahrungsvorräte, wenn ich mich nicht verguckt habe. Das ist ein bisschen arg viel. Und 40 brauche ich immer. Guten Tag. Will jemand mit mir reden? Du vielleicht? Speak. Nee? Ich hab gedacht, wegen der Hexe müsst ihr mir vielleicht was sagen. Weihrauch? So, that's what people mean when they talk about butterflies in their stomach. Ich will unsere Beziehung erweitern. Did you want something? Geht das jetzt? Very serious of you. But go ahead. Ist immer noch das Gleiche. Na gut. Und du? Ah, oh, my favorite traveling companion. Hinter euch ist also ein Monsterjäger her. Not anymore. Which is all that matters, really. Aber warum hat euch gejagt? Was habt ihr getan? Anything. I was kidnapped, just like you. It seems Cazador wants me back. Wer ist dieser Cazador genau? Cazador Zar. Is a vampire lord in Baldur's Gate, the patriarch of his coven, and a monster obsessed with power. He turned me nearly 200 years ago. I became his spawn, and he became my tormentor. Ihr seid sicher, dass Cazador dahinter steckt? It was him, I'm sure. Only he would know to send the girl. It was a group of Gurr that attacked me that night in Baldur's Gate. I would have died had Cazador not appeared and saved me. Warum dient ein Monsterjäger Cazador erst ein Vampir, weil das nicht weiß? They have no idea who they're working for. Cazador likely paid someone to pay someone to call in a favor, and here we are. He doesn't do simple plans. Not if he has a complex one that pits a dozen enemies against each other. No.
This hunter is a message. Cazador's letting me know that even out here, he can get to me. He wants me back. Warum fängt er euch und tötet euch nicht einfach? Maybe he wants to make an example of me, to show what happens to runaways. Or maybe he thinks death is too good for me. Klingt, als wolle er euch nicht so einfach gehen lassen, muss ich mir Sorgen machen? Concerned. Do you know the power Vampire Lord possesses? He can change shape, turn into mist, call wolves to do his bidding, shrug off blows like they're nothing. He could walk into our camp tonight and kill you with his bare hands. And you'd be lucky if death was the worst thing that happened to you. Also gut, was schlagt ihr vor? First, we have to... I don't know. Well, if we kill his lackeys, he'll just send more. We just have to be vigilant, keep our wits about us, and kill any monster hunters on sight. Was haltet ihr von Raphaels Angebot? I won't lie. It's tempting. If I keep the tadpole, I risk transforming into a grotesque monster. If I lose the tadpole, Cazador has control of me, body and soul, and I return to the shadows. It's grim either way. So why not sell what's left of my soul to a devil? Better he has it than Cazador. Ihr tauscht einen Meister gegen einen anderen, ein Sklave bleibt den beiden fehlen. You're familiar with the phrase, better the devil you know. I know, Cazador. And I'll take anything that saves me from that. Okay, interessant. Wollen wir noch ein bisschen erfahren und jetzt mal ein kleines Schläfchen machen. Das hier schöne Waffen herstellen. Also. Könnt eigentlich auch ein paar Lagervorräte mal verkaufen. Das hat die wirklich schwer wiegen. Okay, so, los geht's. Lager verlassen. Lager verlassen. Nochmal. Ich mal spack das ein bisschen. Okay. Warten wir mal kurz eine schöne Speicherung. Gucken mal Karte, was hier in der Nähe ist. Ist nichts Besonderes in der Nähe. Hier sind die blöden Dick. Was sind das? Also das ist der Rückweg. Ja, dann gehen wir doch mal hier lang. Wir gehen in diese Richtung. Gucken nach Beelen. Also, los geht's. Aber cool hier. So, hier entlang, ja? Ist richtig? Ja. Oh! Schwer. Wenn das nicht eine Falle ist, ist hier irgendwas noch. A slender drow blade impales the stone before you, keeping a silent vigil. Religion, es kommt dir heilig vor, überlegen, welches Ritual angemessen sein könnte. Oh Gott, schwer. Ja! Sehr schön. You know this right.
A blasphemous ritual that desecrates Lolth by offering your blood to honor the weak. Ja, guck, bei eine Schande ver... Hab ich... Vielleicht ist das Schwert geil. The drow script inscribed on the blade flickers and glows. It rises from the stone, hanging in the air in silent offering. Ah, und... Inspiration ist immer gut. So, das schauen wir uns doch mal an. Wo bist du denn? Langschwertfinesse. Pips 13. Auftreten. Warte mal, T. Ja, ich würde sagen, das ist eher was für ein Barm, oder? Umgang mit Kriegswaffen oder Langschwerter ungeübt. Was hattest du denn, meine Liebe? Ich bin mit großen Waffen. Zweihand. Naja. Weiß jetzt nicht so recht. Known to cause confusion. Best not get too close. Dann schieß mir doch mal drauf. Oh shit. Na komm, vorsichtig. Ekelhaft. Wo? Alter, was ist hier los? Ja, was soll ich jetzt machen? Kann ich irgendwas werfen? Ich hab's doch hier. I'm ready. Ist das nervig? What now? Brennt. Jawohl, das ist gut. Jetzt gucken wir mal. Das ist mega. Oh, wieso geht das nicht? Endlich kann ich mal gegen diesen blöden Landhai kämpfen. Wollte ich schon immer mal machen. Ziehen uns ein Stück zurück. Blood comes easy these days. Breathe deep and move. Ich hätte erst schießen sollen, aber wie sieht's denn hier mit so Zeug aus? Oh. Boah, fett. Was hat gesessen? Wir gucken mal, wie sieht's gut aus. Ja, hau mal rein. Kritischer Fehlschlag, prima. Hab ich mir gewünscht. To move. I'm fury.
I am death. Wir bleiben mal noch hier. Ey, so geil. Die hat zwei Angriffe hintereinander. Ist echt mega. So, jetzt gucken wir mal, was er macht. Erst schießen, dann. Was habe ich noch? Ach, da fällt mir ein, ich kann ja hier. Boah. Weiter zurück. Wir machen auch noch schöne Heilung auf Hotel. Riskieren tun wir nichts. Aber unsere Gruppe ist schon deutlich cooler unterwegs, muss ich sagen. Du ziehst dich auch ein bisschen zurück. Der macht jede Menge. Gift getaucht, was kannst du machen? Kannst du das hier machen? Scheiße, Fehlschlag ist kacke. Hau mal das nochmal drauf. No hesitation. Oh, 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 das wird knapp. Aber ich will den besiegen. Und ich habe ihn besiegt. Nochmal kurze... So. Dann gucken wir mal, was der hat. Oh! Blutlutscherkleidung. Brutale Rache, wenn ein Gegner dem Träger Schaden zufügt, hält der Träger einen Zug lang Zorn. Wüsste ich aber, ja, bringt mir jetzt nicht so viel. Aber wir haben endlich mal unseren ersten Hai besiegt. Also, die Taktik, die ich jetzt gerade gemacht habe, war perfekt. Auf Abstand bleiben. Da sind noch mehr so Arschpilze da. Alter, Kettenreaktion. Oh, habe ich jetzt euch getötet? Nee, ihr wart schon tot, oder? Das ganze Zeug hier wegbomben. Ja, guck mal noch, wie schnell. Ja, okay. Wie komme ich zu den Dings runter? Wir holen uns die Sachen schnell. Dann müsste ich ja eigentlich hier entlang gelatscht sein, richtig? Nee, hey, wie bin ich denn damals gelaufen? Ist sie schon wieder beladen?
Das bleibt daneben, kriegst du auch mal. Das schnell ins Lager schicken, okay. Und hier. Hier war ich schon. Ich bin hier hoch, gell? Ja, ja, hier bin ich hoch. Also gut, dann gehen wir hier schnell zurück und gucken mal, was wir hier noch haben. Wie kann ich denn nicht hochhüpfen? Und da komme ich gern. Hä? Warte mal. Und wo komme ich denn jetzt? Ah ne, ich bin darüber gehüpft. Also sprich. Aha. Okay, ich weiß, wo ich bin. Jetzt so. Bitte. Sebersten. Sebersten ist, glaube ich, cool. Gegen. Ah, nee, warte, also dann gehen wir hier zurück ins Dorf. Und dann würde ich nämlich sagen, sind wir hier auch schon wieder am Ende der Folge angelangt. Weil, wir sind mal sicher. Passt alles. Wir gehen zu dieser Händlerin. Die war ja irgendwo entweder da oder da unten, die Händlerin. Ja, dann war sie da. So, und dann sind wir hier am Ende der Folge. Ich sage ein herzliches Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis denn. Tschüss.